Hallo und herzlich willkommen wieder bei den Paichbonais. Königliche und kaiserliche Grüße gehen raus an euch. Ich sitze hier vorne am Boot, Danilo ist schon fleißig am Angeln. Und uns haben Fragen erreicht, wie man richtig jerkt. Und das wollen wir euch heute in dem Video mal erklären. Und zwar geht das eben auch einmal mit einer günstigen Baitcaster-Variante, aber auch mit einer teuren. Und Danilo, der jerkt auch ganz normal mit einer stationären Rolle. Und das zeigen wir euch, wie das genau funktioniert. Um euch mal einen kleinen Einstieg in die Baitcaster-Angelei zu geben, gibt es auch günstige Varianten. Und zwar habe ich eigentlich angefangen mit einer ungefähr 1,98 cm langen Jerk-Rute und der Shimano Cardiff 201A. Das ist wirklich eine günstige Einstieg-Kombo, mit dem man aber einwandfrei die Köder anjerken kann. Da liegt man ungefähr bei 200 Euro und kann damit dann eben ja, schön, ohne den Bügel umklappen zu müssen, mit der Baitcaster angeln und die Köder anjerken. Wie das genau aussieht, das zeige ich euch gleich nochmal. Natürlich gibt es auch die High-End Variante aus Japan. Da haben wir einmal hier die Evergreen Kaleido Inspire GT. Die hat ein Wurfgewicht bis 4 Unzen, also bis über 100 Gramm. Als Rolle habe ich hier die Daiwa Tatola 200 HL LTD. Ja, das ist eigentlich so meine Lieblingsrolle und Route zum Jerken. Ihr seht ja hier auch schon einen Jerk. Damit bin ich eigentlich am liebsten unterwegs. Und aber das ist natürlich eben eine preisintensivere Variante. So, mit der Baitcaster ist es auch ganz einfach, hier den Köder anzujerken. Einfach hier mit dem Daumen Arretierung lösen, werfen, ein bisschen mit dem Daumen abbremsen und dann einfach immer in die lose Schnur zwei Schläge machen, ein bisschen nachkurbeln. So den Köder immer animieren. Kann auch mal dreimal Schläge geben, dann wieder nur zwei oder mal nur ein. Wichtig sind diese kleinen Pausen, die Stops, weil da kommen meistens die Bisse. Das geht natürlich auch genauso mit der ganz kurzen Jerk-Route mit der Shimano Cardiff drauf. Das ist ja noch einfach, weil die auch schön kurz ist. Da kann man schön immer vom Boot aus die Schläge machen. Und dann hoffen, dass in der kleinen Pause der Hecht beißt. Ihr müsst immer nur gucken, dass ihr die Schnur immer mit den Schlägen auch wieder mit aufnehmt und dann in die lose Schnur reinschlagen. Könnt ihr mal sehen, wie jetzt hier Danilo mit der stationären Rolle den Köder anjerkt. Also das ist auch möglich. Man braucht nicht unbedingt eine Baitcaster, um die Köder anzujerken. Und auch sehr erfolgreich. Ja, Danilo fängt eigentlich seine Fische eigentlich mit dieser Methode, wenn er so einen Jerk dran hat. Und das wirklich sehr erfolgreich. Manchmal besser als ich mit meiner Baitcaster. Also da eignen sich auch ja, Slider, Swimbaits, Guppies, die man da verwenden kann. Und
durch diese Schläge brechen die eben schön außen aus, seitlich. Eine kleine Pause und meistens in der Pause kommen dann die Attacken. Ihr seht das ja, er führt das ja auch ein bisschen an den Kurbelumdrehungen. Er kurbelt dann immer, wenn er auch die Schläge macht, mit ein. Genau, wichtig ist, dass die Schnur vielleicht doch straff bleibt, damit ihr den Biss merkt. Aber die Schläge sollten eigentlich schon in die lose Schnur gehen. Das muss man mal ein bisschen sich ausprobieren und sich einfuchsen, aber eigentlich ist das eigentlich einfach. Und eben diese Technik verleiht dem Köder eben nochmal ein ganz besonderes Spiel unter Wasser, dass es doch einen toten Köderfisch oder einen verletzten Fisch ja, darstellt. Und die Fische denken, die Hechte denken, oh, leichte Beute und attackieren. Genau in diesen Pausen dann. Und Danilo hat doch noch den ersten Fisch. Danilo mit dem ersten Jerk-Hecht. Da hat er den drinne. Der erste Jerky-Hecht. Der hat doch auf dieser Stationär-Route gebissen. Bye bye. Wir sind hier bei den Müritz-Fischern und da ist ein Entnahmefenster. Ja, hier seht ihr mal eine Auswahl von den Jerks oder Ködern, die wir denn mal so immer nutzen zum Jerken. Also was wir empfehlen können, ist auf jeden Fall hier den Salmo-Slider. Der ist auch für Anfänger eben optimal. Der läuft selbst eben auch ohne Schläge, wenn man ihn ganz normal einleiert, schöne S-Kurven. Aber wie gesagt, den besonderen Kick geben eben die Schläge. Wenn man das ein bisschen übt, dann erhöht sich auch auf jeden Fall die Fangfrequenz, ne, die Bissfrequenz. Also das macht den Köder eigentlich unwiderstehlich und die Köder attackieren den Köder. Also eine klare Empfehlung, wenn mal einer mal mit dem Jerken und Baitcasten anfangen will, kauft euch einen Salmo-Slider. Da gibt es unterschiedliche Farben, je nach Prefer könnt ihr euch da einen aussuchen und dann mal ausprobieren. Ansonsten natürlich Buster Jerk, wer Fly vs. Jerk verfolgt, kennt die bereits, auch eine Waffe eigentlich. Und ja, gibt halt so viele Köder, probiert einfach mal welche aus, wenn ihr in eurem Angelladen des Vertrauens einen seht. Einfach mal kaufen, ausprobieren und schon geht's los. Martin auch mit dem Jerk-Hecht. Oh, es geht los. Hier der Erfolgsköder. Und hier der kleine Racke. Der erste Müritzfisch für mich. Der Müritzfischerfisch. Gut, der darf schnell zurück. Boom! So, wir sind wieder am Land und wir hoffen, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen mit den Tipps und Tricks, die wir euch jetzt bezüglich des Jerkins auf Hechte mitgegeben haben. Also wir würden uns wieder mal über ein Abo natürlich freuen und natürlich auch einen Dank an die bisherigen Follower und Abonnenten. Also folgt fleißig unserem Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Königliche und kaiserliche Grüße gehen raus an euch.